Hallöchen. Herzlich willkommen bei Ark Extinction im Meteoritenschauer. So sieht's Medium aus. Weide. Oh. Zu geil. Müsste man jetzt eigentlich mal kurz. Mussten wir mal zeigen. Ich hoffe, da wird abgefangen. Der fliegt schon ganz schön auf mich zu. Ja, hier ist wohl irgendwie noch ein Schild um die Stadt. Was man aber nicht sehen kann. Oh, der ist eingeschlagen. Genau, weil draußen im Wasteland schlagen wir ein. Ah ja, jetzt sehe ich es auch von hier aus, ja. Was kommt hier noch? Welche auf der anderen Seite runter? Hier auch noch. Oh, was haben wir hier? Ordentlich. Jo. Da schlagen die echt ganz schön ein. Yay. Kommt ganz aufgeregt eine Drohne entgegen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Beschäftigt. Boah. Cool. Direkt über mir mal einer auf dem Schild eingeschlagen. Oh, 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 oh. Teilweise kommen die irgendwie durch. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass mir gleich einer erwischt, wenn ich hier auf mich. Mein Haus. Beschützt mein Haus. Ist das mit meinem Haus? Jetzt war's das aber. Ne, da kommt noch welche. Ja. Irgendwas gerade ganz schön zerscheppert. Da ist einer eingeschlagen. Aber die hinterlassen nichts irgendwie, ne? Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Ich habe jetzt so gar nicht so direkt Lust. Ins Wasteland zu fliegen? Ins Wasteland zu fliegen. Der ist am Schild zerplatzt. An den Kuppeln gehen sie auch drauf. Das über uns muss auch so eine Kuppel sein. Aber die ist anscheinend nicht so wirklich sichtbar, ne, wie es aussieht. Die Stadt ist geschützt. Ja, und unsere Kuppel ist irgendwie nicht so sichtbar, ne. Wow. Der ist ziemlich dicht eingeschlagen. Der auch. Ja, da hinten ist sogar der Meteor. Mit dem Meteor. Ist das mit der Meteor? Kann den sogar sehen, wie er vorbeizieht. Ehrlich? Ja, hinten auf der anderen Seite quasi, wenn du bei uns quasi rausguckst von der Base aus. Da siehst du ihn vorbeiziehen. Ah, okay. Ist auch irgendwie ein Loot-Drop gekommen. Mhm. Und dahinter so siehst du so ein, in der Entfernung so ein, eine Steinformation vorbeiziehen. Ich weiß nicht, ob du es noch schaffst, das anzugucken. Du musst einfach nur hochfliegen quasi. Und hast du gesehen? Ich fliege nach oben, aber ich möchte auch nicht außerhalb des Schutzschildes fliegen. Nee, leider nicht. Da ist mir jetzt die Stadt im Weg. Richtig. So, das könnt ihr euch ja dann beim Smitty mal angucken. So sieht's aus. Werde ich auch tun. Das wollte ich hören. Ich denke mal, wenn der durchgezogen ist, wird's wahrscheinlich dann weniger werden. Ja. Oh, der ist auch direkt vor mir eingeschlagen. Nee, zu hoch will ich jetzt auch nicht gehen. Ja gut, aber wo die eingeschlagen sind, da ist jetzt nichts. Ja, also ich denke, wenn du direkt getroffen wirst, war es das natürlich, aber... Ja, das macht wohl alles platt. Wow. Also ist da auch nicht so schön, wenn man dann seine Base stehen hat, nehme ich an. Ja. Wäre ungünstig. Bisschen, ne? Wobei ich weiß nicht, ob sie Metall halt komplett zerstört oder nur teilweise, ne? Das ist ja die Frage dann. Oh, es kommt da nochmal ordentlich ein paar runter hier. Da genehmige ich mir doch einen Logenplatz hier. Kannst du ja was wünschen dann bei jedem. Oh, bei jedem? Warte, ich fange mal an. Eigentlich habe ich einen... nach Tieren hier ausgeschaut gehalten. Auf einmal fliegen mir die Teile hier um die Ohren. Oha, Scheiße. Na? Was gute Scheiße oder schlechte Scheiße? Scheiße, hier ist ein Raptor in der Nähe.
Wegen dem Video. Ich bin Kühle unterwegs. Ach. So. Du machst wegen runterziehen. Der macht den platt. Ja, der steht auf Passiv natürlich. Ach so. Das war's. Jo. Der Schauer ist vorbei. Hat ja, weiß nicht, wie lange waren es jetzt? 6-7 Minuten, ne? Ein bisschen länger. Aber hat er schon mal angefangen vorher? Ja. Hat's dann doch schon gedauert. Und zwar gibt's hier hinten so einen schönen Park, in Anführungszeichen. Da haben wir gerade schon zwei Galli, ne, einen Galli hast du, ne? Zwei gesehen, aber einer hat's nur geschafft. Ja, hier war ich auch noch nicht, da flattere ich auch gerade ein bisschen rum. Da komme ich auch mal hin. Leider war da... Waren die Raptoren schneller, ich konnte da nur einen mitnehmen. Ich weiß nicht, wir brauchen noch ein Gallimus-Männchen. Aber 150er Biber haben wir da noch gefunden. Genau. Ach ja, ich hoffe der... Raptor, der macht ja dann nicht an dem Biber rum. Ich glaube, da gewinnt der Biber. Boah, da magst du natürlich recht haben. Boah, die Raptoren sind ja jetzt nicht so robust. Aber ohne männlichen Galli-Klinger. War da kein Kibbel für den Biber. Ist mir eigentlich ein bisschen zu eklig, um den so zu zähmen. Von Ressourcen und Zeit her. Aber hier sieht es jetzt auch nicht so aus, als wäre hier noch einer in der Nähe. Aber schick aussehen tut's hier mal eigentlich. Guck mal, ob man in diese Röhre reinfliegen kann, wo das Wasser rauskommt. Ja. Nee, kann man. Natürlich nicht. Jedenfalls nicht ganz. Da an der Kante liegt auch eine Explorer-Mount. Ja, da könnte ich vielleicht jetzt auch nochmal die ein oder andere mitnehmen. Ich versuche es nochmal in den Randgebieten so ein bisschen. Also linke Seite habe ich jetzt eigentlich von der Stadt schon ganz gut abgesucht. Linke Seite aus unserer Sicht, wenn wir kommen, hinfliegen. Oder hinflieg zum Park oder wegflug vom Park, linke Seite. Also quasi von unserer Base aus die linke Seite der Stadt, da bin ich... Einmal jetzt ganz gut dran lang, ich gehe nochmal ganz außen. Ja, da bin ich auch gerade. Schauen, was da auch so. War ganz auf der rechten Seite. Also, wenn ihr Langeweile habt zwischendurch, dann könnt ihr mal ein paar Tiere platt machen. Wir bräuchten mal wieder ein bisschen Frischfleisch. Auch das ein bisschen zu Gammelfleisch zu machen. So eine Diversion-Unit wollte mich doch glatt angreifen, glaubt man sowas? Sind nur noch 100, 190 im Stadtrock draußen. Langeweile ist bis jetzt hier noch nicht aufgekommen. Aber nur wenn mal was Kleines ist, da mal nebenbei mal wegschnappen und tot machen. Na ja, klar. So einen kleinen Bronto. Oh, Level 40, der würde ich ein bisschen dann rumknabbern. Ach so, wer sind Sie überhaupt? Das ist der Smitty, der hat ein neues Mikrofon. Selbstverständlich hat man es erkannt, aber hört sich schon ein bisschen anders an. Um das nochmal klarzustellen, dass ich hier mit irgendwelchen Leuten spiele. Irgendwelchen Leuten. Ich nehme ihn im Hut, du kommst heute mit. Was? Ach. Ist mir egal, besorgt ihr es einfach. So ein paar habe ich schon mal gegessen auf dem Weg. Oh, Fiomia, das esse ich mal. Was nicht draußen im Wasteland? Das hat sich noch gar nicht geguckt. 48. Das ist noch so ein Dung Beetle. Level 45. Okay, ich merke mir das mal, wenn nicht, bringe ich auch nochmal mit. Falls wir nichts finden. Oh, habe ich mich erschreckt. Blöde Ameisen mich angegriffen haben. Ja, ist ja gut für Omi.
Ach, da bist du ja. Ist gerade mehr vorbeigeflogen. Ach so. Jetzt ein bisschen Ausdauer aufbauen. Ist noch ein Fahrer. Und ein kleiner Nachschlag hinterher. Ist da vielleicht auch ein Finger mehr? Hier stopft irgendwas rum. Oder ist das der Tech? Stego, der hier rumstopft. Und hier unten in der Spalte ist es besonders freundlich. Hier wohnen nur die guten Tiere, die hier auch geradezu, ich weiß nicht, wie viel auf irgendwas drauf rumkauen. Krokodile hier unten, Megalosauren. Übrigens gerade. Megalania. Genau, genau, gerade. Vor allem Megalania, aber die Megalosauren latschen tatsächlich ja doch bei Tag rum. Ja? Besonders agil. Ja, die laufen hier gerade rum. Ist aber auch 1.50 Uhr. Ja, okay. Ach so, ja gut. Dann kommt's hin. Frösche und was hier nicht alles rumstoppt. Also sehr, sehr angenehm hier unten auch. Kabachos. Alles, was man sich so wünscht. Oh, hier ist ein Frosch. Wir werden Frosch? Nein. Level? Level? 68. Ja, hier unten brauche ich glaube ich nach dem Galli nicht gucken, wa? Ich glaube, wenn, selbst wenn er hier unten wäre, überlebt er hier unten keine. Ja. Nicht genau so lange. 3 Minuten wäre schon zu viel. Es ist ja, als wenn du, keine Ahnung, hier was runterwirfst, dann dauert es keine 5 Sekunden, ist aufgefressen. Stürzen sich ja drüber her hier. Ja, wenn du mal Dinosaurier ansaugen willst. Oh, Megalosaurier gibt's hier natürlich ein paar. Da gibt's so welche. Steht auch noch auf unserem Einkaufszettel. Ja. Da müssen wir mal, ja doch, hier wird's eigentlich best gar nicht mal so verkehrt. Hier könnte man sogar einen Themenkäfig ziemlich relativ dicht dran bauen und die dann vielleicht hochziehen. Weil hier oben sind sogar schon welche. Was, Zehmkäfige? Nö, haben wir gerade auch. Wollte ich schon sagen. Stehen schon Zehmkäfige rum. Pecirine. Und Skorpion, den esse ich auch mal auf, der hat irgendwie platt gemacht. Joa, oh, kick ihn, ist mal gut. Jo. Ach komm mal bitte hier, so ein kleiner Galli. Das wäre nicht verkehrt. Den ersten, den ich jetzt glaube ich nach der Stunde dann sehe, wird wahrscheinlich auch nochmal ein Weibchen sein. Bestimmt. Aber das muss er dann gleich töten, ne? Jo. Also viel. Kann es hier echt nicht zu geben von den Viechern. Da ist ein Schwein. Wir brauchen ja was. Wir beißen. Das Schwein kannst du auch nicht tragen, oder? Schwein kannst du tragen, ja. Wie klappt das mit dem Tragen heute nicht so ganz? Also Fiomia habe ich eben in der Luft kaputt gebissen. Ja, ist einfacher, weil es immer vor mir abhaut. Ja. Das geht auch so. Und wieder alle extra low heute hier, die Tiere. Außer noch 150er Biber natürlich. Ja.
wieder 1000 Stegos unterwegs. Hast noch ein Affe hier, 115. Falls du nochmal einen willst. Naja. Wenn ich euch nicht mit Scheiße bewerfen kann, brauche ich eigentlich keinen. Äußerst charmant. So bin ich. Ja, das sieht nicht so gut aus. Jetzt haben wir uns nochmal schön die Stadt hier angeguckt. Allerdings. Sieht echt nicht schlecht aus hier, muss man ja auch sagen. Ja. Es würde noch besser aussehen, wenn so ein Galier auftauchen würde. Das stimmt wohl. Das ist nur ein Parer, den ich essen kann. Ich das wohl tun. Guckt euch mal aus an den armen Tieren. Wir brauchen Fleisch, hieß es. Ich bin hier aber auch noch nicht gewesen, ne? Oder wer ist denn hallo? Ich habe an der Tür geklopft, aber es ging mal wieder nicht auf. Hm. Ach doch, hier waren wir ganz am Anfang mal. Das müsste eigentlich in der Nähe von der alten Base sein, diese große Metallstruktur, die hier ist. Pejaras sind auch alle dazu angehalten, bloß nicht über Level 50 zu kommen, oder? Naja, ich glaube, dann würde ich das schon fast mal abbrechen hier an dieser Stelle. Ja, leider ist hier mal gar nichts an brauchbaren Tieren. Nichts zu machen. Leider nicht. Wieder kein Happy End hier oder was? So, mal gucken, was die Defense Unit macht, wenn ich sie mal in die Schlucht ziehe und da unten kann sie sich mal mit den ganzen Megalosauren auseinandersetzen. Das hat's jetzt davon. Mach's ja nicht kaputt, wir brauchen noch welche. Ich wollte gerade sagen. Was brauchen wir noch? Megalosauren. Das ist doch die eine Defense Unit. Naja, gut. Wird schon nicht gleich in die Knie gehen. Denn hier? Selbst hier in der Stadt kannst du 1000 Ecken noch entdecken. Ja, Mann. Ganz ruhig. Das ist aber gerade ganz schön geladen. Jetzt habe ich hier so einen Tusch mit so einem krachenden Geräusch. Okay. Der ist bis zu mir gar nicht durchgedrungen. Aber ich weiß nicht wo und was. Wieso und weshalb, warum. Ich habe auch noch gar nicht darauf geachtet, ob das dann irgendwie verschiedene Geräusche auch sind. Ja, ne? Ich glaube schon. Klang wie letztes Mal, muss ich sagen, als wir... Ja? Oh, da haben sie den Bronto-Platt gemacht, die drei Defense Units. Den esse ich doch mal schnell. Jo.
Warst du nochmal da in der Ecke, wo wir den ersten Galli her haben? Nee, ne? Ich weiß nicht mehr, wo wir den ersten Galli her hatten. Ja, das war's, da warst du ja alleine, oder? Ja, da im Park. Achso, ja, da fliege ich, bin gerade nochmal lang geflogen. Oder fliege gerade nochmal lang, ja. Na, guck da nochmal, dann würde jetzt mal wieder was Sinnvolles tun. Beispiel mein Haus weiterbauen. Dazu haben wir aber keine Zeit. Nein, nee. Schade, so ein Galli wäre jetzt echt, hätte genau in den Plan gepasst, aber so ist es ja nun immer hier, ne? Wenn du irgendwas planst, kommt ja arg dazwischen. Weiß ich nicht, was machen wir denn mit dem Biber, aber den jetzt ohne Kibbel zu legen, das wäre mir schon fast so schade. Als unsere Holzfarmmaschine. Stimmt. Außerdem frisst er ja dann Narkos ohne Ende, ne? Ja. Boah, bestimmt 2-3 Stündchen, bis er durch ist, ja? Und 500 Narkos. Ja, ganz so schlimm. Ganz so schlimm vielleicht jetzt auch nicht. Ist ja kein Terzi, aber. Schon annähernd, wahrscheinlich. Eine Stunde 16 würde er brauchen. Und so 250 Narkos. Ja, natürlich, mit Kibbel wäre es natürlich. Ja, bräuchte er nur 5. Und Kibbels und wäre dann auch in 18 Minuten fertig. Bräuchte aber sogar immer noch Narkos mit Kibbel. War 30 oder so. Ja, das wäre mal, wenn die Galli-Tante hier mal nochmal einfach mal so ein Ei fallen lassen würde. Ja. So, zum Einstand. Für so einen Biber brauchst du, glaube ich, 2-3 oder so eigentlich. Wie viel hast du eben gesagt? 5. Ehrlich? 5 Eier? 5 Eier kannst du ja mal springen lassen. Dafür, dass du sie gerettet hast. Ja, vor den Raptoren. Ehrlich. Ja, hau mir jetzt erstmal hier diese Dingskiste hier in den Backen. Spawner Not. Bring ich halt nochmal so ein Dungbeetle mit. Ein Öli mit, ja. Öli. Ja, die Komposthaufen, die können wir auch abreißen dann eigentlich. Brauchen wir die nicht mehr? Nee, der macht auch Kompost wie verrückt, der. Achso, wie verrückt? Der Kram, ja. Und Öl? Ordentlich. Und Öl? Ja, waren jetzt auch schon 4 drin. Naja. Da hat ja nicht viel Fleisch dabei, der Gutste. Umso größer die Haufen, umso mehr macht er ja, ne? Ja, ja. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen Fleisch besorgen. Ich hab jetzt schon mittelgroße Kacke in der Tasche. Bring mal ordentlich mit. Dank Beetle. Da kann auch ruhig hoch sein. 45, das ist eins, was ich gefunden habe. Jo, ist auch noch. Dann brauchst du schon mal besser als nix. Ah, mal schauen. Ach. Das ist ja ein Schaf, aber das ist ja nur ein Megalocerus. Ja, die verwechselt man gern mal. Vor allem aus großer Höhe. Da vorbeifliegen bist. Die sieht auch cool aus. Oh nein, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, das habe ich nicht aufgepasst. Aber hier ist ja nichts. So. Wenigstens noch ein paar. Oh, ist noch ein Biberdamm. Oh, den kann ich mal looten hier. Ohne dass sie mich aufessen, hoffe ich. Hier sind ganz schön viele Bibers. Und
Kano gegen den Forcer. Oh, ist er das? Oh, hier ist der 139er blaue Tech-Stego noch. Das sieht natürlich ganz nett aus. Den müssen wir uns auch noch überlebt. Jo, das ist Knaller. Der hat's wieder überlebt, aber das Galli irgendwie wieder nicht. Gleich noch mal ein bisschen was weggemetzelt, solange ich hier noch den Boost habe. Ich habe hier mal abgeschmissen. Ah, läuft er hier rum? Der läuft da rum. Ein Scheiße-Käfer? Scheiße-Käfer. Eieieiei. Hier habe ich gerade das Raptorentreffen gestört. Das sind mindestens 6 oder 7. Ein kleiner Skorpion dabei. Hoffe nicht allzu nah bei unserer Base. Weiß nicht, was die zu besprechen hatten. Kann ich mir auch noch ein bisschen was schnappen zum kaputt machen. Hier ist noch ein Schweinchen. So, ich komme gleich mal zurück und bringe ein bisschen Fleisch noch mit. Ja, Fleisch könnt ihr dann in Fresskrog schmeißen. Mit dem Bronte warte ich ein gefundenes Fressen. Ja, wortwörtlich. So. Jetzt auch mal eine Speisekarte möchte. Ein 15er Enforcer möchte auch mal eine Speisekarte, ein 40er und 15er Drake. Oh, ich habe gerade den Aventavis geärgert, den habe ich auf den Trike gehetzt. Und der Gewinner wird zur Belohnung von mir aufgegessen. Genau. Ist ja nett von dir. Ja. Der Verlierer aber auch. Ja, der Verlierer eigentlich. Außer wenn es der Trike ist, der Verlierer, und der Aventavis ihn weg auf ist. Ich weiß nicht genau. Bei 100 Meter, ein Tages wird gewinnen. Muss ich, glaube ich, mal ein bisschen helfen. Oh. Ist mir nicht gelungen. Wurde aufgespeist. Aber ein bisschen was habe ich auch abgekriegt. Was sind denn so zäh? Und wieder was aus. Luftkampf! Als wenn ich mich hier nicht anders beschäftigen könnte. Aber ich habe gerade Spaß dran. Ja, ich Trotzdem stirbt der Agi nicht, das gibt's ja gar nicht. Brauchen ja auch ein bisschen Fleisch, von da passt's ja. Wow, was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Alter, bleib mal ruhig, du bist tot. Bleib liegen. Genau, du bist tot. Das gibt's überhaupt nicht. Jetzt hinlegen. Der Ankyl ist getroffen. Der Ankyl ist ja weggezwirbelt. Scheiße. Kurios. Das hat ja mal echt eine Viertelstunde gedauert bei 77 Schaden, den ich hier mache. So. Ab in die Heimat. Hier gibt's noch ganz viel zu essen für mich.
lachen würde, wenn ihr beim Seelengalier rumlaufen würde. Bei uns zu Hause. Ja. Das ist ein Tech-Paar. 174er Tech-Paar. Bei uns am See. Der denn hier? Mal gut, dass der nichts macht. Meine sitzt auch nicht. Der hübscheste kann ich mir jetzt mal ausstopfen. So, dann können wir vielleicht noch mal ganz kurz in mein Haus reingucken. Was ich da bis jetzt schon gestrickt habe, ist ja bei der leicht zerstörten Folge ein bisschen zu kurz gekommen. Nein, hier ist nichts weiter. Da schon mal ein bisschen was gebaut. Und dann würden wir Schluss machen, oder? Smitty? Das ist oder? Eine sehr gute Idee, ja. Ja. Machen nur noch einen kleinen Rundgang. Also, in meinem leeren Haus. Eingerichtet ist hier noch nichts, aber gebaut habe ich schon mal. So, kleine Terrasse. Immer noch mit der Osomat, die ich übrigens echt geil finde. Kann ich nur zustimmen. Macht schon Spaß hier. Kannst du alles Mögliche bauen. Railings. Kannst einen Tisch bauen, den kannst du in rund umstellen, kannst du ihn eckig bauen. Hast hier diese offenen Streben hier, dass man hier durchgehen kann auf dem kleinen Balkon. Der mir übrigens fast schon am besten gefällt mit der hübschen Aussicht hier. Außer diese komische Bruchbude da hinten. Die Baustelle, die stört von meiner, von meinem Haus. Aber naja, was willst du machen? Ne? Hallo, Smitty. Hallo. Nein, Entschuldigung. Ich habe mir so viel Freizeit wie du, dass ich mir hier ein dickes Haus hinsetzen kann. Ich bin schwer am Arbeiten. Ja, ich eigentlich auch. Außer diese Woche. So, meine kleine Dachterrasse noch. Die müssen wir nicht noch umbauen, das gefällt mir noch nicht so ganz. Ich muss immer einen Knicks machen, wenn ich auf der Dachterrasse will. Da passe ich nicht aufrecht nicht ganz durch. Ich habe meinen Bauplan bekommen von einem Enforcer. Jetzt kommt's. Was ist das? Lila. Ja, Geselle halt. Ja. Level 45? Geht sogar von den Kosten her. Überraschenderweise. 337 Elementas, 371 Kristall, 445 Metall, 22 Polymer und 148 Öl. Ja, kommt drauf an, was er für Prozente dann hat, ne? Naja. 35 Gesundheit, 25 Ausdauer, 25 Energie, 20 Gewicht und 45 Schaden. Wie viel Leben war das? Leben waren es 35. Ah, ja. Gut. Alles klar, ich metzle hier nochmal ein bisschen was weg, was über 12 im Baum ist. Metzle ruhig nochmal ein bisschen was weg. Also viele Punkte hat der Agi jetzt auch nicht bekommen. Und dann machen wir mal Schluss für diese Folge. So sieht's aus. Wir bereiten uns nochmal ein bisschen vor und dann werden nochmal ein paar Tiere gezähnt. Wir brauchen alles. Ah, hier sind die scheiße Jungs hier. Die, hallo. Die Scheiße, Jungs. Ja, immer mal was reinstopfen, ne? Kannst auch glaub, wir bräuchten da mal einen Schrank für Dünger oder so. Kannst du auch Kotnascher sagen. Kotnascher. Braunnase. Die Schoki-Freunde. Was ist das? Was mit dem Dünger? Den sollte ich in die Tonne hauen oder was? Ja, wenn du eine Tonne baust dafür. Ach so. Ja, also bald haben wir hier dann ein bisschen Überfluss im Dünger, glaube ich. Ja, ja. Wie gesagt, also die Kacke braucht man, glaube ich, nur noch, wenn dann in die Jungs zu hauen. Ja. In die Teile nicht mehr, ne? Ja. Gut, ja, dann machen wir mal Schluss. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.